Oh. Und schieße. Ihr habt keine Chance mehr gegen mich. Ach, Ai. Also vorne in der Welt hier fehlen uns zwei. Dort oben ist eine, die holen wir uns jetzt. Die Bienen haben wir komplett, die Bienenfenster. Hier fehlt uns eins im Winter. Und, ja, in der Feuerwelt fehlen uns zwei. So, ja. Krass. Also werden es auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Teile sein, die uns fehlen, Leute. Das ist schade. Aber okay. Auf jeden Fall wesentlich mehr beim ersten Mal. Quills Herz sank. Dies war der letzte Ort, an dem sie mit ihrem Onkel gewesen war. Er hatte sie beschützt, ihr vertraut. Sie musste ihn stolz machen. Machen wir. Und das würde sie auch. Nee, nee. Ach, Aie. Alter, ist das krass. Quill war erleichtert, Barnett lebendig vorzufinden. Er beschwor leuchtende Magie. Gürtet eure Stängel, ihr kleinen Knospen, mahnte er. Die ganze stählerne Armee marschiert in unsere Richtung. Ich bete, dass deine Prophetin unseren Ruf erhört. Quill, du bist da! Barnett umarmte sie mit einer väterlichen Wärme, die ihr Herz zugleich heilte und zerriss. Onkel Argus, er... Sie konnte es nicht einmal aussprechen. Ich weiß, mein Kind. Barnetts Augen füllten sich mit Tränen, als die beiden, die Argus am meisten geliebt hatten, gemeinsam trauerten. Sie lösten sich eilig aus ihrer Umarmung, als Magie in dem Fenster über ihnen aufblitzte. Vater, du hast uns erhört! Rief Barnett aus. Ach, die... Nur um euch Zuflucht zu bieten. Oh. Tylan braucht nur Quills Glasrelikt, um ein Chaos zu entfesseln, wie es seit dem großen Unheil nicht mehr gesehen ward. Wir müssen es schützen. Und auf wie? Ewig davonlaufen? Fauchte Quill. Tylan tötete meinen Onkel. Hilf uns, Moss zu retten. Kind, dieser Krieg, den du führst, ist gefährlicher, als du denkst. Varda hielt inne. Doch, ich weiß, was es bedeutet, jene Person zu verlieren, die man am meisten liebt. Und es tut mir leid. Wahrlich. Plötzlich riss der Himmel über Varda auf. Ihre Soldaten schrien in der Ferne. Quill, ich... Doch ehe sie den Satz zu Ende brachte, wurde die Prophetin von einer Welle des Chaos überrollt. Oh nein! Jaulte Barnett. Vardas Armee war unsere einzige Hoffnung! Ein plötzliches metallenes Krachen durchbrach die Stille, als geschmiedete Soldaten in die Kammer drangen. Doch ein Chakram zerschlug ihren Angriff. Sahima, bitte, sag mir, es gibt Hoffnung dort draußen! Flehte Barnett. Meilenweit nur ein Meer aus Stahl. Meldete sie. Also, liegt es an uns? Barnett erfasste die düstere Realität. Ich habe schon mehr mit weniger erreicht, verkündete Sahima grinsend.
Wir können die Geschmiedeten aufhalten, während unser Champion Talon findet. Quill, wir nennen sie Leser. Doch im Handumdrehen machen sie aus deiner Geschichte ihre eigene. What? Gib Acht. Dann wandte sich Sahima an Barnett. Was denkst du, Schnurrhaar? Bist du bereit, es mit einer ganzen Armee aufzunehmen? Ich warte schon eine Ewigkeit auf etwas frische Luft, grübelte Barnett. Quill, je näher du Talon bist, desto näher sind die 5 Glasrelikte auch der Vereinigung. In den falschen Händen wäre dies das Ende. Quill verstand das alles nicht ganz. Doch sie wusste, für wen sie kämpfte. Und als sich die kleine Gruppe Helden bereit machte, verkündete sie laut und aus vollem Herzen: Für Onkel Argus! Oh. Naja, dann geht's gleich los. Ach, der war das. Jetzt haben wir das auch mit dem Hammer kapiert. Tada! Da! Eingesetzt. Eins fehlt, Leute. Leider. Man könnte jetzt theoretisch, ja, zurück, ja, ich weiß aber nicht mehr, wo es sein könnte. Ja, keine Ahnung. Darum geht's jetzt auch nicht, weil jetzt in die letzte Runde, Leute, wir haben's. Gleich 9:45 und wir haben 6,5 Stunden oder 6 Stunden 15 Minuten, sag ich mal, haben wir gespielt. Ja. So, bevor wir jetzt hier die Treppe hochgehen, ich denke mal, kommt nochmal eine Sequenz. Trinken wir nochmal einen Schluck und dann schauen wir mal, wo es hingeht, okay? Achso, und ein Keks. So. Meine Güte, die Tür werden ja immer. Ein Spalt bricht auf,
guter Leser. Bitte, du musst ihn aufhalten, oder er wird ein Chaos entfesseln, wie es seit dem großen Unheil nicht mehr gesehen ward. Eieiei, jetzt wird's lustig, Leute. Wow! Jetzt komme ich nicht, dass ich da hoch muss, bis oben da, ja? Ihn auf Rapunzel machen oder so. Nummer 1. 8 Rollen sind. Na, aber selbst natürlich. Was? Selbst natürlich? What? Was ist mit ihm? Er wollte nicht draufgehen. Ach so, selbst natürlich. Ach so. Selbst natürlich. Alter, krass. Also, ich bin der Meinung, die haben sich selbst übertroffen mit dem Spiel. Sorry, wenn ich das so großspurig da sage, aber... Aha. Alter, what? Ah. Ja, bin ich hier bei... Bei Half-Life Alyx oder was? Das ist ja cool. Mann, mach doch mal das Kabel weg. Kann ich jetzt hier runterspringen? Tatsache. Das ist der totale Hammer, Alter. Echt. Tschüssi. Ich bin jetzt gerade nach links gefallen, würde ich sagen. Also wir müssen zurückgehen. Ansonsten fällst du in die Welt. Krass. Hä, aber wie soll ich denn jetzt... Tschüss. Ach so, ich kann ja hier lang. Ach, hier hast... Ja, okay. Gut, zweimal gestorben, dreimal gestorben, alt gut. Da musst du erstmal. Da haben sie das echt so gedreht. Wisst ihr, woran mich das jetzt gerade erinnert? An Uri. Wisst ihr, dieser wurde dort. Die Welt drehen muss ständig. Der Mumpitz da.
Alter, das ist ja mal richtig. Und jetzt, dass du hier so schwebst über dieser Burg. Krass. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier rüber wahrscheinlich. Ach, hier. Hier? Okay, ja, wenn hier so ein Loch aufgeht, dann muss doch hier irgendwo so ein... Hä? Aber wie komme ich denn jetzt, da ist er. Ich hab mich schon gewundert. Tschüss. Okay, also auf jeden Fall geht es, glaube ich, darum, dass der hier hochfährt. Aber wie komme ich denn auf die Ebene hier rauf? Beziehungsweise, wie kriegt denn den hier... Ach, jetzt. Halt klar. Boah, was soll er da oben? Ne, erstmal ja auch nicht. Ja, bevor der wieder wegläuft. Ach so. Okay. Und weg. Den brauchte ich, damit die Tür aufgeht. Jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt müssen wir aber leider nochmal zurücklaufen. Und nochmal hier hin und hier hochklettern, damit wir das Ding kriegen.
Wow. Runterfallen. Runterfallen. Nun los, komm. Fall auch runter. Nichts. Kommt schon, Leute. Fallt doch runter. Ernsthaft? Erstmal selbst in den Hintern geschossen. Boah, jetzt sind es aber ein bisschen. Meine Güte, jetzt übertreibt aber mal langsam ein bisschen, oder? Hammer! Ach, Mensch, reicht langsam heute, wa? Kleiner Mann. So. Ja, immer noch. Ja, ist ja. Immer nur eine Idee. Reicht heute, wa, kleine Maus? Oh meine Güte. Bitte schlagen Sie mich nicht. Nicht, dass ich noch irgendjemanden, nicht akzeptiere oder irgendwie sowas, wisst ihr? Ah. Thema von gestern, wa?